Ihr fragt sich ja wahrscheinlich sicher, warum ich mit ihm überhaupt auf der Bühne stehe. Ich frage mich das mittlerweile auch. Wir sind als Roman und als Reini auf der Bühne, wir spielen uns selber, wir spielen keine Figuren. Schick mir nur ein WhatsApp und wir sind schon voll am Start. Da haben wir gedacht, den Mann muss man helfen. Braucht musikalische Unterstützung. Wir sind voll am Start. Ja, man improvisiert natürlich auch und hat unsere Charaktere irgendwie überzeichnet und ja, das fügt sich dann zu einem Ganzen irgendwann einmal. Der Kabarettist Reinhard Nowak und der Sänger Roman Gregory machten sich in der Kulisse zusammen auf die Bühne. Voll am Start ist der Titel ihres ersten gemeinsamen Programms. Ich merke mal diesen ganzen Text nicht. Also das ist ja so ein Backeltext. Und ich muss ehrlich sagen, ich improvisiere mich heute halt so durch. Ich hab was. Rockin' Roman und Rollin' Reini. Wir haben eigentlich nicht miteinander probt. Mit Skype haben wir das ganz gut hingekriegt. Ja, jeder hat sich so einen Text gelernt, der hat dann gemerkt, dass ich ihn overlese. Und jetzt auf der Bühne fügt sich das zusammen. Und meine große Stärke ist die Improvisation. Und seine große Stärke ist einfach, das zu spielen, so wie es am Zettel steht. Rolling, Reini? Ist das sicher? Das ist nicht ein bisschen figurbetonend in deinem Fall? Ich finde, die Kunst besteht ja darin, es so zu gestalten, dass man glaubt, man hat es nicht gelernt. Das machen die zwei Burschen so gut. Es ist so, es wirkt so, es kommt aus der Hüfte geschossen, aber das ist durchgestylt. Wenn ich will, habe ich dreimal so viele Likes wie du. Und meine Fans sind alle schon volljährig. Oder drüber. Ja. Sie mögen sich. Ja. Sie kennen sich auch und sie sind zum Glück sehr unterschiedlich. Was natürlich auch diese Spannung auf der Bühne ergibt. Also ich sage jetzt einmal übertrieben und natürlich meine ich das wohlwollend und mit allem Respekt. Iva trifft die große Raunzen. Ich darf da nicht urteilen, lieber André. Ich kann weder Gitarre spielen noch singen und tue es auf der Bühne, also sollen es doch andere auch dürfen, bitte sehr. Wir haben schon ein paar Mal gespielt und es hat ja funktioniert. Also hat auch die Zusammenarbeit funktioniert und wir haben uns auf die richtigen Gags geeinigt. Wenn es euch gefallen hat, sagt das bitte weiter. Ja.